Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Name ist Big Nick. Nein, ich heiße eigentlich Nick. Und ja, Big Nick ist jetzt mein Künstlername. Erstmal hier zu Presence. Wunderschönes Wu-Tang T-Shirt. Ich werde gerade gecallt von Jamie. Yo, Digga. Ja, wo bist du? Ich stehe an der Zoom. An der Zoom? Ja. Ja, okay, wir kommen gleich. Bei Sparkasse. Sparkasse, ja. Ich komme. Wie lange braucht ihr? 10 Minuten. Perfekt, Digga, ich warte. Ja. Okay, hau rein, Digga, bis gleich. Perfekt. Ich möchte nämlich seine Reaktion wissen. Ich habe nämlich dank Chesco eine wunderschöne Genetik-Tuchmaske. Rein original. Mit Wünsch dir was Pärchen drauf. Die werde ich dann aufziehen und mal Genetik laufen lassen und mal gucken, was seine Reaktion drauf ist. Ja, Mann. Ich hatte mit einem von Team Genetik gesprochen. Ich darf Genetik Musik in den Videos laufen lassen. Wenn es zu Komplikationen oder Videosperre führen sollte, soll ich mich an ihn wenden. Dann tun die, was sie können. Und das ist echt geil. Also dann habe ich die Erlaubnis, Copyright-mäßig Genetik laufen zu lassen, ohne Copyright-Strike dafür zu bekommen. Das ist aber noch geil, ne? So, Jamie ist jetzt da. Jetzt checken wir mal seine Reaktion ab, Digga. Was gesetzt auf und Jamie, was sagst du dazu? Er zieht aus als ein Kondom, du hast Gesicht gestimmt. Offizielle Genetikmaske, mein Bester. Ulo da, Digga. Geil, oder? Mach aus Block lieber ein, Alter, der Kart. Das ist du Homo, Digga. Also ich will das haben, denn Freunde will ja, ein 90er, ja. Wünsch dir was auch ein sehr, sehr geiles Lied. Sogar ein Lieblingslied von ihm hier. Na, absolut nicht mein Lieblingslied. Du hast gesagt, das ist das Beste von Genetik. Was bist du für ein Hurensohn und zündest da hinten einfach einen Ballon an, Alter? Ich zünd dein Handy gleich an. Mach! Bist du Geld weniger, Digga? Sag ich das deiner Mom, Digga. Ja, und die schiebt dich wieder zurück dahin, wo du herkommst, Alter. Nächstes Mal, wenn ich Suizid mache, weil ich hab auch 20 Abonnenten, ich hol dich bald ein. Ein Account hab ich seit einer Woche oder so. Dann werde ich dich wegficken damit. Dann finde ich dich, post das, dann geh ich viral. Was sagen Sie dazu? Nicht sehen will. Und obwohl das jemand sehen will. Ja, 60 Aufrufe in unter 2 Tagen. Schau mal, was das für ein Bastard ist, Alter. Selbst die Nahaufnahme löscht sich, Alter. Na, hör mal! Der hat keine Erziehung genossen. Der Hurensohn hat keine Erziehung genossen. So verlangt dir Paulaner Spezi ins Gesicht zu spritzen, Alter. Halt's Maul, nimm deine Wichse. Halt's Maul, ich fick deine Mutter, Digga. So, Jamie und ich sind jetzt hier in den Camp. Meine Mama fährt da hinten. Auf jeden Fall sehr geiles Wetter. Emilia ist auch wieder dabei. Wahrscheinlich. Gönnt euch dieses Haar mal bei ihm, Alter. Wir sind hier gerade im Schuhladen, mal ein paar neue Schuhe abchecken. Ich will die hier mal anprobieren und vielleicht hole ich mir den nächsten Monat. Ja, Mann. Wie findest du die Schuhe, Jamie? Geht schon klar, die Mädchen mögen das auch. Die Schuhe. Ich hole es mir nächsten Monat. Ja, Mann. Aber richtig gutes Wetter, vor allem im Schatten, das war sehr angenehm. Oder Emilia? Hops nehmen auf anderem Level. So sehr mich zu sehen. Ich gehe jetzt in Woolworth. Ist auch wirklich warm, ich schwitze einfach. Vom Laufen. Bei allem, du schwitzt doch beim Kacken. Wer schwitzt beim Kacken und klaut bei Kick? Deine Mutter. Anmerkung, ich habe noch nichts getrunken, ne? Alkoholisches. Ich glaube, später müssen wir.
Ich glaube, später müssen wir mal kurz noch frisst du gehen. Ein paar Kaltgetränke mir besorgen. Aber eine fette Sensation, wie sie gerade bei Ruhe warf. Jamies Haare sind fresher denn je. Einfach Cola für 59 Cent. Zwar Zero, aber scheiß drauf. Und Hot Wheel Autos. Boah, da muss ich mich einmal ausleben, also echt. Vielleicht finde ich einen, der mir noch fehlt. Hatchback-Serie. Euch dreht richtig gut. Hier ist so ein Monster. Jamie hat sich verpisst, Digga. Du bist so ein Arsch. Sag dich mal, wo du hin willst. Lässt mich alleine erstmal irgendwo hinrennen, Digga. Jetzt bin ich bei denen beiden wieder. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Vlog ist so irrelevant, weil ich einfach so viel Zeit verloren habe. Jetzt laufe ich den beiden hinterher. Er ist einfach losgeht, um den hier zu holen, Alter. Warte ab, ist einfach losgegangen, um den hier zu holen, Junge. Ich war nächstes Mal, wenn ich mein Handy raushole, ich hab ihn so weggefunden, Digga. Hunde, Mann. Junge, YouTube, bitte. Was machst du, Digga? Warum bist du einfach weggerannt? Ja. Pass auf, Emilia, wenn es jetzt hinkriegt, Digga, dann. So kann man auch eine Flasche aufmachen. Schmeckt nach Blaubeeren. Er verkackt. Komm. Er verkackt doch nicht. Wo ist Samuel? Da war Samuel. Da war so ein Mini-Tornado drin. Okay. Da war ein fucking Mini-Tornado. Also ich muss sagen, der Monster ist extrem dope. So wie Emilia. Oder? Was sagst du dazu? Hallo. Hey, Jamie! Jamie, sowas zum Pass out, Digga. Pilze! Nur Pilze, Digga! Aber das ist echt gut. So wie das Wetter. Er ist Vertreter für PlayStation, Digga. Er ist CEO auf PlayStation. Spandex. Sind wir hier bei unserem heißgeliebten Sohn. Das ist Emilia, die meine Musik feiert. Oder was sagst du zu den Lines, die ich gebracht habe? Hello, straight aus Canton, chill in meinem Phantom. Schätze nicht im Weg Gefährten. Das ist der größte Hater, Digga. Der kriegt. Hater, Digga. Ich mach selber YouTube. Ja, aber du machst keine Musik? Ich mach keine Vlogs, ich mach Gameplays. Und ich zeig Leuten, wie man Leute wie dich bannt auf PlayStation Network. Du bist auf deine PS3, Alter. Piss auf deine PS3, Digga. Ich hab Goldhand auf PS4, aber auch egal. Deine PS4 pissig! Echt? Ja, Mann, Digga, deine PS4 pissig! Oder Jamie, was sagst du dazu? Die PS4 pissig! Ja, komm, Digga, komm, Fortnite, ich fick dich, Digga. Auch wenn ich kein Fernsehen mehr hab, Digga, ich mach das mit meinem Handy 1-gegen-1 nicht fertig. Guck mal, was, Digga? Okay, Handy. Ja? Ja, ich sag, ich muss auf Handy Fortnite spielen. Ich muss über Remote Play. Remote Play, Digga, wo lebst du? Wo lebst du, Digga? Aaron hat unsere zwei Fernseher gesmashed, Alter. Wahrscheinlich. Mopeds! Aaron hat ja auch gesagt, er hat die kaputt gemacht. Ja, man weiß ja, ob er das nur gesagt hat. Nein, dreh dich um, Digga! Hurensohn! Film doch! Du! Dein Nickel! Bist du für Mongo, Alter? Schau dich mal an! Corona extra, du Hurensohn! Datenschutz, be like! Super! Soll ich stoppen? Ja.
Ich hab grad Jamie was sehr Sinnvolles beigebracht, mit der Dose eine Flasche zu öffnen. Kannst du auch mit der Flasche eine Flasche öffnen? Gott, wer ist? Wir gönnen uns mal hier nochmal eine Nahaufnahme, Alter. Sehr detailreich. Sieht ihr diese verstopfte Porn auf seiner Nase? Das Zeug von Kindheitsakne. Smash. Angeber, Digga. Digga, wenn ich zu Hause Geld hole und ich dir das gebe, kaufst du mir dann auch so eins. Der Samuel will an Wodka. Ich weiß nicht, ob er das bekommt. Das hier ist Hoodlove. Sowas von hart, Hoodlove. So viele Geschichten hier. Junge, ist echt geil. Da oben unser alter Balkon. Da hinten viel gechillt, man. Ich chill mir jetzt auf die Bank auf ganz entspannt. Oh, der Vogel ist aus dem Point, Digga. Da oben ist ihr scheiß Zimmer und die stalkt mich einfach, Alter. Kann ich reinzoomen? Da ist jetzt jemand, die stalkt mich, Alter. Ganze Zeit. Zeig dich mal. Hier, Emilia. Die hört mich, ich weiß das. Ich hab bloß keinen Bock. Oder was ist das Fenster da drüben? Ich weiß gar nicht. Jetzt zu den beiden. Emilia! Was machen Sachen? Jamie, was machen Sachen? Du musst auf die rote Seite tippen und ich muss auf die blaue Seite tippen. Mach auf die. Emilia, was machen Sachen? Ja. Das ist meine Offenbarung. Gute Arbeit, Winkel. Ignoriere jede Warnung. Nie wieder verstecken, ich komme jetzt aus der Tür. Jamie! Was machen Sachen? Herzrasen, Panik. Geil, Digga, was machen Sachen? Sagen, alles zu verlieren, könnte geil, mit wem? Zu haben. Song hier mit geil. Emilia! Was sagst du dazu? Dass Samuel meinte, ich hab ihn gefragt, was geht? Ja, fick mit Emilia. Ich weiß, jede Meinung ist optional, aber ich weiß es nicht. Piss dich. Ich war schon der Größte, ich Smash, Digga. Ich war gerade bei Heidi Kebab, Digga. Ich habe für 2 Euro Pommes gekauft, für 3,50 Euro. Hat gesagt, keine Geschenk für mich. So ein lieber Typ, Mann. Wäre ich meine Rettung, Mann. Wir müssen noch eine Stunde hier bleiben. Ich muss ein bisschen was essen. Ich habe heute kaum was gegessen, auch so Frühstück. Daher wäre ich nett von ihm, Alter. 2,26 habe ich ihm gegeben. Da war ich korrekt von ihm. Sogar ein bisschen mit Ketchup. Und geht da alle hin, Digga. Ich habe so oft Döner bei ihm gekauft, immer gute gewesen. Was gibt's hier zu lachen? Was gibt's hier zu lachen? Bist du ein Pommes? Ja. Hä? Bist du? Na komm her, nimm. Hallo, das ist Emilia, nimm, die hat das erste Hurensohn. Hier, nimm. Hier, das kann schon. Oh, mein Gott. Ah, nein. Nimm doch. Der verbrennt sich erstmal. Emilia steht doch auf große Dinger. Warum nimmst du die größte Pommes? Mein Gott. Ich wohne schon eine halbe Ewigkeit im Kempten und ich baue dir einfach eine Parkgarage aus Kupfer. Alter. Ich hätte jetzt erstmal reingehen.
Ah ja. Wow, Kamera. Da kommt wieder hin. Lass mal gucken, wie weit wir reinkommen. Auf jeden Fall schon mal krass aus. Alter, mit Erhellung einfach. Ich mache gleich mal kurz Genetik auf alle Lautstärke an, um zu hören, wie das heißt. Hey, Digga! Nenn mich sauer, ich bin immer heftiger. Was, dass das alles noch ein Plan war. Nix davon war echt. Tief die Pizza jeden Tag, Mann. Nenn doch was Richtiges, ist das, was sie gesagt haben. Hat man bitte kurz da vorne bei der Bank an. Lange jetzt so mit Jamie und so. Habe ich mich jetzt entschieden, dazu alleine hinzugehen. Mal ein bisschen zu gucken. Für E-Mobilität wird natürlich auch gesorgt. Nicht drin. Sieht auf jeden Fall sehr im Sparkassen-Style aus. Sehr cool eigentlich. Kommen die Hunde jetzt auch mal? Ich glaub's nicht. Also. Checken, ich check gleich nochmal alle selber ab. Lass mal ein bisschen hier. Für euch ein bisschen was zeigen. Das ist ein Gigasmash. Man kann nicht mal Bargeld mit Bargeld zahlen, Alter. Jamie und ich stehen gerade auf dem Spielplatz in Hellengers. Es ist dunkel. Nebenbei läuft Musik, die ich aus Copyright und noch ausgemacht habe, weil ich gerade angerufen wurde. Und ich habe eine Plastikknarre wieder am Start. Aber gönn euch das. Eigentlich voll sehr schön. Aber es ist frisch heiß in Kempten abends, Alter. Das fuckt mich so hart ab. Deswegen ist ja Scheiß nicht. Ich brauch nicht egal. Deswegen ist das nicht so empfehlenswert. Hallo. Okay, passt. Deswegen ist das nicht so empfehlenswert, abends öfters mal rauszugehen, weil das echt frisch ist. Peace. Oh, ist ein bisschen dunkel, ich weiß. Warte mal, ich mach mal so, okay. Ist angenehmer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist mittlerweile 0 Uhr. Wenn ihr das jetzt seht, bin ich gerade noch dabei, den Vlog zu schneiden. Das macht gerade die Enddings und dann den Vlog. Ich habe bis jetzt keine Zeit dafür gefunden. Ich bin extrem müde. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Gucken. Mal ein bisschen wieder was anderes. Nicht so viel Alkohol und nicht so viele Leute. Das ist immer kein Kindergarten. Grüße an dich, Emilia. War auf jeden Fall mal nett mit dir. War auf jeden Fall ein paar lustige Sachen dabei. Und gönn mal weiter Gött. Ja. Peace, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Oder wann auch immer das sieht, einen schönen Tag. Per Sniffig.